Wir machen am Barren weiter mit Lukas Dauser. So, vor 8 Wochen oder 8,5 Wochen noch die gebrochene Hand und jetzt schon wieder zurückgekämpft. Also ganz tolle Leistung. Wichtig fürs deutsche Männerteam. Drücken wir ihm die Daumen für eine schöne Barrenübung. Felge halbe. Felge. Und die Riesenfelge. Oberarm Diamidov. Ja, leichte Probleme bei Oberarmstützkehre. Ist auch ein sehr schwieriges Element. Diamidov Stützkehre und jetzt kommt noch der Abgang. Doppelsalte vorwärts gockt mit halber Drehung. Wo Lukas Dauser der nächste Turner sein wird, beziehungsweise schon jetzt seine Übung beginnt. Markelov. Sehr schön geturnter Kovac. Katschew gegrätscht. Auch er mit dem Rybalko in den Zwiegriff. Adler mit ganzer Drehung. Und der Sulimin. Sehr schöner Adler mit halber Drehung. Und die vorbereitenden Riesenfelgen für den Abgang. Tsukahara gestreckt zum Stand. Tolle Reckübung von Lukas Dauser. Ja, große Freude bei ihm. Nun, das Gerät ist freigegeben. Lukas Dauser. Doppelsalte vorwärts gebückt. Doppelschraube mit Salto halbe. Zweieinhalb Schraube rückwärts, Schraube vorwärts. Anderthalb Schraube schön zum Stand geturnt. Auch er mit dem 1080 Grad Russenbänderschwung. Schöne Doppelschraube rückwärts. Da kam der Gong, jetzt die Abgangsbahn. Ja, auch er mit der Dreifachschraube. Schöne Bodenübung von Lukas Dauser. Das Gerät ist freigegeben für Lukas Dauser. Ja, auch er mit einer guten Übung, Lukas Dauser. Die Wertung für Karim Rieder
12,750 Punkte. Nun, Lukas Dauser. Das Heben in den Winkel stützt nach dem Kreuzhang. Die Schwalbe. Überrollen Yamawaki, Jonasson und Honma zum Stütz. Mit Asayan zum Kreuzhang. Stämme vorwärts. Riesenfelge rückwärts. Und Tsukahara gestreckt als Abgang. Schöne, saubere Übung von Lukas Dauser. Und wir sehen ihn schon in der Konzentrationsphase, beziehungsweise nun das Gerät freigegeben. Lukas Dauser. Ja, auch er mit demselben Sprung wie Karim Rieder, Casamazzo mit zusätzlicher Längsachsendrehung.